So. Wo sind die Typen jetzt? Müssen erstmal hier weg, glaube ich. 140 Meter, dann gehen wir erstmal da hin. Super, hier kann ich mich nicht verstecken. Hier vielleicht an der Ecke? Okay. Oh, oh. Oh. Idioti. Wir gehen, junger Poet. Warte. Sollten hier nicht zwei von euch sein? Kapaneos? Er ist geflohen und führte versehentlich die Wachen zu mir. Sie jagen mich wie einen Hund. Wenn du dich um sie kümmerst, kann ich zu Phanos zurückkehren. Und unser Meisterstück lebt fort. Du findest diesen dreckigen Bettler. Los! Okay. Herr, ich glaube, er ist ein Darsteller. Sei ruhig. Dann sind wir schnell hier raus. Natürlich. Ich bin so still wie ein... Mund halten. Da ist jemand. Weißt du, du entsprichst genau Phanos Typ. Ich weiß nicht, wovon du da redest. Du bist der perfekte grübelnde Held. Welch großartige Geschichte, bis die Götter ihn eines Tages für seine Kühnheit. Du bist der... Verbirg dich! Keinesfalls! Ihr habt euch den falschen Gegner aus... Oh nein! Okay. Okay, das müssen wir später weitermachen, weil da, wenn da Gegner kommen, hast absolut keine Chance. Also machen wir die hier erstmal. Beziehungsweise das machen wir dann in der nächsten Folge. Würde ich sagen, weil das ist toll, 200 Kilometer. 1,2 Kilometer weg. Warte mal. Haben wir wieder was in der Nähe? Nee. Okay. Boah, bis dahin da. Genau, hier schnell reisen. Können wir uns schon ein bisschen was sparen? So. Dann haben wir auf dem Weg da eine Nebenquest. Die nehmen wir natürlich mit. Die sprechen wir schon mal an. Da haben wir auch noch zwei. Alles klar. Machen wir ein bisschen Überlänge. Auch kein Problem. Und kommt dann wieder Wolfenstein raus für euch. So. Mach nicht so einen Lärm, Tante. Du regst nur die Nilpferde auf. Oder? Neb, du bist stark und scheinst furchtlos zu sein. Kannst du einem armen Bauern helfen? Ein Nilpferd hat deinen Freund getötet. Ja, die Bestie hat viele getötet. Gestern wurden wir von Banditen angegriffen. Sie haben die Nilpferde aufgeschreckt und auf unsere Felder getrieben. Die Götter lieben es, uns zu quälen. Wir können nicht ernten oder die Toten begraben, solange die Nilpferde auf unseren Feldern sind.
Ich helfe dir, die Toten zu bergen. Okay. Können wir gleich machen. Kein Nilpferd jetzt kommen, ne? Die stehen doch da. Armer Vetter. Ist er das? Nein, nicht Meketre. Nein, der auch nicht. Ich würde helfen, aber die Bestien sind mir über. Ist das Meketre? Der nicht. Das ist der Sohn des Bruders meiner Frau. Er war ein Narr. Ein tapferer Narr, aber ein Narr. Der letzte, glaube ich. Und Meketre war nicht dabei. Was soll ich jetzt tun? Dann lebt er vielleicht noch. Hab Dank, Neb. Nun finden ihre Seelen Ruhe. Wer ist dieser Meketre, um den sie trauert? Unser Beschützer. Tapfer und stark wie du. Er hat immer die wilden Tiere verjagt oder diese Banditen. Jetzt ist wohl niemand mehr da, der uns beschützen kann. Dieser Fluch liegt über ganz Ägypten, wie mir scheint. Wo lagern diese Banditen? Es gibt eine Schlucht. Ich würde dich hinführen, aber es ist viel zu gefährlich. Und jemand muss sich auch um die Toten kümmern. Natürlich. Ich finde das schon. Man nennt die Banditen die großen Hungrigen. Mögen die Götter dich beschützen. Ja, die Götter. Okay. Okay.
Paket raus im Banditenlager. Warte mal, da sind wir ja schon wieder in der nächsten Quest. Böse sind als Gegner und als Sperrgebiet. Okay. Wir werden sehen. Sag mal, bist du nicht zu alt für solche Spielchen? Bin ich. Da haben wir einen Aussichtspunkt. Okay, also machen wir doch zuerst, wo ist er jetzt? Da oben. Gleich noch den Aussichtspunkt. Okay. Anderes Raum. Jo. Oh. Komm schon. Ja, warte. Und synchronisieren. Schön. Der Typ bringt hier irgendwo in der Schlucht. Noch neun Pfeile. Zwei Pfeile. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ja, dann wollen wir sagen. Ist natürlich geil, wenn die gerade pennen. Aber. Alter. Der Shift erleichtert sich. Er pinkelt dann die Landschaft. Na gut. Das Problem ist nur, da erstmal ranzukommen. Also Kill wäre natürlich super jetzt, weil einfach hingehen und den niederstrecken. Aber. Ja. Ist leider nicht drin. Jetzt können wir hier mal auffüllen noch.
hoffe, er kommt zu uns. Können wir uns den direkt krallen? Das sieht schon mal gut aus. Oh, da oben steht noch einer. Schaffen. So. Jetzt haben wir eigentlich nur noch den einen da oben. Oh. Schön holen. Zuerst den hier. Den hier. Die schlafen ist immer super. Kriegst du ganz schnell weg. Zettel. Das geheime Lager. Psst. Kannst du mich befreien? Ich hol dich da raus. Schnell! Die Banditen vermehren sich wie Karnickel. Ich hoffe, dass da oben jetzt keiner mehr war. Danke. Aber warum rettest du mich?
Deine Tante sprach von euren Sorgen. Ich helfe sowieso sehr gern, aber einem Beschützer in Not natürlich erst recht. Du bist ein Magi! Wir sind von derselben Bruderschaft. Ja, ich muss schnell nach Hause. Ihr Anführer, der fette Humer, führt die großen Hungrigen auf einen Raubzug. Du bewegst dich wie ein Löwe. Hilfst du mir, sie aufzuhalten? Ja, aber sicher. Das machen wir aber dann später. Und sag mal, ciao, ciao, bis zur nächsten Folge. Guck mal, der Mond, ey. Cool. Da war auch schon ein Pferd noch, jawohl. Also, ciao.